So, wir sind hier zurück beim FA Cup und ich bin Ungarn-Trainer. Ja, ich habe das ungarische Nationalteam angenommen. Schauen wir uns dann irgendwann mal an, einfach nur so als Spaß. Werden wir aber nur simulieren wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwas spielen werden. Schauen wir mal, haben wir das Spiel überhaupt? Sowas werde ich spielen in Österreich, gegen Österreich werde ich spielen oder sowas. Aber ansonsten eigentlich gar nicht. Gut, meine lieben Leute. FA Cup! Ich werde es laufen lassen. So spielen wir. Und ich werde es laufen lassen. Bei leichtem Schnee. Exeter City. Ja, eigentlich für uns jetzt der Favoritenrolle, das erste Mal würde ich sagen, richtige Favoritenrolle, das wir haben in einem Cup. Ich werde das jetzt überspringen, denn ich bin jetzt geil auf diesen Sieg. Außerdem sind wir hier wirklich in dieser Favoritenrolle, die wir auch jetzt wirklich wahrnehmen müssen. Schön gemacht. Point! Band! Entschuldigung! Hammerschuss! Hammerkopfball meinte ich! Dritte Minute 1:0. Wahnsinn! Wumms! Was für ein Wumms von Brandt! Erster FA Cup Treffer von ihm. Der will mehr, ich spüre das. Brandt ist heiß jetzt. Oh. Der hat sich nämlich wirklich sehr reingekommen jetzt im letzten Cup. In der Bau Cup. Ganz bitter Schnee. Okay, ja, jetzt spielen sie da mal. Und Ogo ist durch. Agogo. Ogogo. Oder wie auch immer man den ausspricht.
Au, Kogo. Zwanzig Minuten gespielt. Ich muss doch sagen, dass Schuss Barry da ganz gut mitspielt und viel Druck macht und extra da einen Fehler nach den anderen produziert. Nolan. Riley wieder vor Perez. Absatz. Ja, wirkliche Top-Torchancen hatte man jetzt nicht. Man. Jetzt aber! Und jetzt ist Perez da, der das 2-0 macht. Sehr stark, 2-0. Gibt es Elfmeter! Mit den Händen gearbeitet hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass dein Fuß dazwischen war. Ah, es war die Hand. Es war die Hand, die angeblich behindert hat. Ich finde es trotzdem nicht, dass die so behindert hat. Aber egal. Knauer. Oh, Peter Pym hat ihn in der Hand. Und der fällt den rutscht den über den Arm drüber. Zählt auch als Eigentor. Also. Egal, 2-1 und das ist aber jetzt ein Spielstand, da muss man wieder zittern. So wie der Spielverlauf bis jetzt war. Da muss sich ein bisschen was ändern jetzt, zweite Halbzeit. Jetzt schon. Kai. Michael Linden nicht wirklich was zu sehen, Perez nicht wirklich was zu sehen, Kai. Spielt sie alles da im Zentrum ab, ja. Wenn ich mal jetzt die Spiele ihm voranschaue, wisst ihr, glaube ich, was ich meine, oder? Weil die Leistung jetzt da so nur anschaue, oder war man nicht einmal die Leistung, sondern nur die Bewertung anschaue. Schütze 0-1, 0-1-1. Erfolgreiche Pässe kommen von den Seiten viel, ja, Pässe sind überall da. Ja, aber es ist da, Blum ist noch zu wenig, Leute, also. Irgendwas muss da noch ein bisschen kommen, ja.
FA Cup würdig. Genau, Ramirez. Probier es. Das ist FA Cup würdig, Ramirez. Schön. Stark gemacht von ihm. Das gefällt mir. So, 3 zu 1. Das ist ein Spielstand, mit dem kann man ein bisschen mehr Sicherheit fühlen, auf jeden Fall. Mit solchen Paraden kann man sich eine, die Abwehr auch sicher fühlen. Auch wieder sehr schön pariert. Uiuiui. Renn am Bogen. Small Kobe. Unser Mann. Wahnsinn. Nächstes Glück. Ludwig, sehr schöner Schuss, 4-1. Macht den Deckel drauf. Oh, schön gemacht, man kann hinten bis auf den Abschluss. Sehr schön gemacht. Ja, und da hat man 10 zu 8 Schüsse. Das ist jetzt was anderes hier. Geht ja ein bisschen, Leute. Zweite Halbzeit, warum braucht ihr mir in der zweiten Halbzeit das bisschen auf dort? Erste Halbzeit ging. Da bekannt ja auch das Knack brauchen. Absatz.
Das 4:1 wird bleiben. Das ist schon besiegelt, glaube ich. Also wird kein Tor mehr fallen. Schwarzburg natürlich, die sind jetzt ein bisschen ab. Die werden sich jetzt auch ein bisschen mehr auf die Schonen-Eingang zurückgestellt haben. Wir wissen, dass da nicht mehr jetzt viel geben wird. Fehler, sehr schöner Schuss von der Distanz. Und Ludwig hämmert den wieder ran. 5:1, Ludwig. Packt einen richtigen Hammer aus. Ja, souverän im FA Cup, wenigstens weiter. Das favorisierte Team gewinnt hier. In einem kleinen Schützenfest. Ja, Ludwig will jetzt gehen. Der Doppeltorschütze hier hat gut aufgezeigt, glaube ich. Boah, denkt, der wird jetzt aber ja fix wechseln, übrigens, nach Wigan Athletic in der Transferphase. Also. Dann haben wir ein bisschen Zeit, uns auch auf der Jugend nochmal zu konzentrieren und zu schauen. Starker Sieg hier im FA Cup, meine Damen und Herren, und damit sind wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in, na, nicht, oh ja, in der Jacketway Trophy, so heißt sie. Bis dahin, haut rein und ciao.